Hallo zusammen, mein Name ist Kai und ihr seid hier bei Kai's Filmtipps. Ja, es geht euch wahrscheinlich allen jetzt gerade ähnlich. Wir sitzen zu Hause, es ist Ausgangssperre, Ausgangsbeschränkung. Der Coronavirus hat uns im Griff. Da gibt es immer so viele Möglichkeiten, wie man die Zeit verbringen kann. Wenn man Glück hat, darf man noch arbeiten gehen, kann man noch arbeiten gehen. Genau, es hat wahrscheinlich trotzdem abends ein bisschen mehr Zeit und ja, da sind Filme eine ganz gute Möglichkeit, die Zeit zu verbringen. Allerdings finde ich es manchmal gar nicht so leicht, dann auf den entsprechenden Streaming-Portalen die Filme zu finden, die einem gefallen. Ich finde da die Vorschläge manchmal etwas, wiederholen sich ständig, man ist dann genervt vom Suchen. Und deshalb dachte ich, da ich ziemlich viele Filme schaue, kann ich euch ja vielleicht jeden Abend 1, 2 Filme empfehlen. Genau, ich werde mich auf Netflix beschränken, einfach weil ich das gerade aktuell viel nutze, und für alle von euch, die kein Netflix haben, wäre jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, vielleicht mal einen Probemonat zu testen, einen kostenlosen. Und ja, wenn ihr natürlich auf anderen Plattformen tolle Tipps habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, oder auch wenn ihr was Tolles bei Netflix gesehen habt, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Ja, wie gesagt, ich werde immer 1, 2 Filme vorstellen, vielleicht noch eine Serie. Werde dabei auch nicht so sehr ins Detail gehen, versuchen spoilerfrei das Ganze zu halten, um dann vielleicht in der späteren Folge nochmal auf die Filme, die ich schon in anderen Folgen angekündigt habe, nochmal einzugehen, warum mir die besonders gut gefallen haben. Mein erster Filmtipp ist Gone Girl von David Fincher, eine Romanverfilmung. Ist jetzt kein wirklicher Geheimtipp oder so, sondern eigentlich recht bekannt, aber ich dachte mir, der ist einfach für alle Krimi- und Thriller-Freunde, es ist ein super Film für alle, die gern miträtseln und mitfiebern wollen. Es geht um ein Ehepaar, die Frau verschwindet spurlos und der Mann, Ben Affleck, spielt den ruft zur Suche auf und wird dann aber schnell auch Gegenstand der Fahndung, ob er nicht drin verwickelt ist. Und ja, gerade, ich finde, meiner Meinung nach, er spielt das super, dass man eben nie weiß, steckt er dahinter, steckt er mit drin in irgendeiner Form oder nicht. Also er spielt auch mit den Sympathien der Zuschauer. Aber auch Rosamund Pike, die andere Hauptrolle, und die weiteren Haupt- und Nebenrollen sind großartig besetzt und spielen das toll. Deshalb spannend bis zum Schluss, klare Empfehlung. Schaut euch den an. Meine zweite Empfehlung ist Tropic Thunder, eine Komödie, die im so einem Vietnamkriegsfilm-Setting spielt. Das ist vielleicht jetzt nicht für jeden was, auch wenn der Cast eigentlich echt lauter bekannte Schauspieler sind. Das ist von Ben Stiller, der hat sowohl Regie geführt als auch im Drehbuch mitgeschrieben und spielt eine Hauptrolle. Robert Downey Jr. spielt mit Matthew McConaughey und also noch viele weitere. Und es geht um einen Filmstar, gespielt von eben Ben Stiller, auf dem absteigenden Ast. Und der möchte seine Karriere nochmal anfeuern und unbedingt einen Oscar gewinnen, indem er einen Vietnamkriegsfilm dreht. Und hat sich dazu eben alle möglichen anderen Stars angeheuert, damit das auch auf jeden Fall ein Erfolg wird. Und der Film macht sich dabei über ganz viele Sachen lustig, über das Filmemachen selbst, über Studiobosse, Agenten von Schauspielern, Method Acting. Ja, der ist an vielen Stellen auch nicht politisch korrekt. Man darf da jetzt keinen unfassbaren Tiefgang erwarten. Aber ich finde eben das Star-Ensemble und diese bescheuerte Grundidee einen guten Mix aus Action und Witz liefern. Mir hat es viel Spaß gemacht. Klare Empfehlung. Schaut euch den auf Englisch an. Vor allem also Robert Downey Jr. er ist Amerikaner, spielt einen Australier, der einen schwarzen Soldaten spielt. Und das kommt einfach mit den Akzenten und mit allem am besten eigentlich im Original rüber. Deshalb ja, ein bisschen verrückter oder ein bisschen vielleicht nicht für jeden was, aber wenn ihr da Bock drauf habt, schaut ihn euch an. Und ich habe mir gedacht, heute mal gleich noch eine Serie dazu, da brauchen wir ein bisschen länger, um die durchzuschauen. Da wäre meine Empfehlung Im Angesicht des Verbrechens, eine deutsche Krimiserie, 10 Teilen. Und es geht im Wesentlichen um 2 Berliner Polizisten, die so im Milieu der Russenmafia und drumherum ermitteln. Und mir hat besonders gut gefallen, dass da die Dialoge dann auch auf Jiddisch oder Russisch sind. Mir hilft sowas immer, um in so ein Gefühl reinzukommen von so einer Serie. Und das ist auch gerade bei dieser Serie eine Stärke, dass sie sich da viel Mühe geben, in diese ganzen, ja, wie soll man sagen, in die Milieus, in die einzelnen Personen Kreise reinzukommen, so ein bisschen auch die persönlichen Probleme von den Figuren mitzubekommen oder die kulturellen Hintergründe. Und das hat mir großen Spaß gemacht, da einzutauchen in diese Welt. Auch das ist eine, finde ich, was mich überrascht hat oder was mich damals auch begeistert hat, ist eben gerade für eine deutsche Serie, fand ich, hat es einen eigenen Stil, ein eigenes Tempo auch. Das ist ja derbe Sprache, auch wenn es dann irgendwie Deutsch gesprochen wird, ist es dann Berlinerisch oder so oft. Und auch von der Gewaltdarstellung zum Teil recht hart, auch was Nacktheit oder sexuelle Inhalte angeht. Und ja, hat mich ziemlich begeistert damals, werde ich mir bestimmt auch nochmal irgendwann anschauen. Hätte ich auch eigentlich, ehrlich gesagt, gern mehr von gesehen, aber mit 10 Teilen ist man natürlich auch ganz gut durch und es ist auch abgeschlossen, also keine Angst, ist jetzt nicht irgendwie dann komisch abgesetzt worden und ein ganz komisches Ende oder so, sondern ist schon diese 10 Folgen schön durcherzählt. Von daher viel Spaß mit den Empfehlungen für heute und bis morgen.